Hallo, hier bin ich. Hier unten. Wie ihr seht, ich stehe hier in einem unfassbar großen Loch. Hier hinter mir wird Braunkohle abgebaut. Damit soll aber bald Schluss sein. Und genau deshalb gibt es jede Menge Streit. Warum genau? Das erfahrt ihr heute bei 9,5. Ich bin im Tagebau Garzweiler in der Nähe von Köln. Hier treffe ich Sven. Er ist Baggerführer und arbeitet mit einem der größten Bagger der Welt. Ganze 90 Meter hoch ist dieser Riese. Wir müssen eine Menge Treppen steigen, um an Svens eigentlichen Arbeitsplatz zu gelangen. Gut, dass ich keine Höhenangst habe. Sven zeigt mir das Führerhaus. Von hier aus steuert er den gesamten Bagger und damit auch das gigantische Schaufelrad. Wie fühlt sich das an, für dich so eine große Maschine zu steuern? Also beim ersten Mal ist das schon ein unglaubliches Gefühl, wenn man weiß, man fährt einer der größten Landfahrzeuge der Welt, Maschinen. Und auch ein Job, den nicht viele machen. Als kleiner Junge denkt man sich immer, ne, man kann mal große Geräte steuern und hier kann man es halt auch machen. Ja, war das so, dass du als kleiner Junge dir schon gewünscht hast, mal in so einem großen Bagger oder generell in einer großen Maschine zu sitzen? Also dadurch, dass ich hier in der Nähe wohne vom Tagebau und auch mein Vater hier arbeitet, ist man natürlich schon in frühen Jahren damit in Kontakt gekommen. Und da hat man sich schon gedacht, ja, wenn man da vorsteht als kleiner Junge, na, da kann man auch mal mit spielen, wie man sagen will. Ne? Und dann heutzutage ist halt dann auch mal wahr geworden. Svens Bagger schaufelt 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche Braunkohle. Jede einzelne Schaufel des Baggerrades fast mehr als in 44 Badewannen passt. Über Förderbänder gelangt die Braunkohle dann in die nahegelegenen Kraftwerke. Dort wird sie verbrannt und aus der Energie Strom gemacht. Unter Svens Aufsicht darf auch ich mal ans Steuer. Ganz schön aufregend. Boah, das fühlt sich schon wirklich sehr mächtig an, weil es so groß ist, dass man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann und man weiß, das mache ich gerade. In keinem anderen Land auf der Welt wird heute so viel Braunkohle gefördert wie in Deutschland und es wird damit viel Geld verdient. Hier in Garzweiler wird schon seit über 100 Jahren Braunkohle abgebaut. Über die Jahre mussten den wachsenden Abbaugebieten hier und in anderen Teilen von Deutschland immer wieder ganze Dörfer weichen. Viele Menschen mussten ihren Wohnort verlassen und umziehen. Die Umsiedlungen sind aber nicht das einzige Problem. Denn wenn Braunkohle in Kraftwerken verbrannt wird, gelangt viel CO2 in die Luft. Das ist schlecht fürs Klima. Deshalb fordern Umweltschützer schon lange Schluss mit der Kohle. Seit mehr als einem Jahr demonstriert auch Fridays for Future für ein Ende der Kohle. Sie fordern Ausstieg bis 2030. Im Januar 2020 hat sich die Bundesregierung nun mit den Betreibern der Kohlekraftwerke und den Ländern, in denen Braunkohle abgebaut wird, auf diesen Plan für den Braunkohleausstieg geeinigt. Erst 2038 soll in Deutschland endgültig Schluss sein mit der Braunkohle. Bis dahin sollen die Kraftwerke nach und nach abgeschaltet werden. Ob ein Ausstieg etwas vor 2038 möglich ist, soll in den kommenden Jahren nochmal überprüft werden. Das hängt auch davon ab, ob es bis dahin ausreichend Strom aus anderen Quellen gibt. Also zum Beispiel aus Windkraft und Sonnenenergie. Für den Tagebau Garzweiler sind die Tage also gezählt. Was aber passiert mit den Leuten, die hier arbeiten? Das frage ich Guido Steffen. Er arbeitet für den Energiekonzern RWE, der den Tagebau Garzweiler betreibt. Die Bundesregierung plant ja, dass Schluss sein soll mit dem Braunkohleabbau bis spätestens 2038. Was bedeutet das denn für RWE und auch für andere Firmen, die Braunkohle abbauen? Das bedeutet, dass wir schon in den nächsten Jahren beträchtliche Teile unserer Kraftwerke stilllegen müssen. Das kommt natürlich dem Klima zugute. Das bedeutet aber auch, dass weniger Braunkohle gefördert wird und dadurch sehr viele Arbeitskräfte nicht mehr gebraucht werden. Allein bei RWE müssen bis 2030 ungefähr 6.000 Arbeitsstellen abgebaut werden. Was passiert denn dann mit den ganzen Menschen, die dann hier ihre Arbeitsstelle verlieren? Glücklicherweise werden Lösungen gefunden für die älteren Mitarbeiter ab 58 Jahre. Die können dann in eine Art Vorruhestand gehen. Die jüngeren Mitarbeiter werden sich andere Stellen suchen müssen innerhalb des RWE-Konzerns. Auch Baggerführer Sven wird sich also einen neuen Job suchen müssen. So Sven, spätestens 2038 wird ja Schluss sein mit dem Ganzen, also mit dem Abbau von Braunkohle. Wie findest du das? Ja, natürlich ist es schade, dass dann mein Arbeitsplatz
halt anders aussehen wird. Und es ist halt nicht mehr auf dem Bagger, vielleicht ist dann eher auf dem Wind, beim Windrad zu arbeiten. Ja, dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass du was Gutes Neues findest und da auch glücklich wirst. Ja, danke schön. Aber nicht nur Sven und seine Kollegen sind betroffen. Viele Menschen brauchen nach dem Ausstieg eine Alternative. Der Ausstiegsplan der Bundesregierung sieht vor, dass die Regionen in Deutschland, in denen viele Menschen vom Abbau der Braunkohle leben, mit Geld unterstützt werden. Die Regionen sollen damit neue Arbeitsplätze schaffen. Die Menschen, die ihren Arbeitsplatz verlieren, sollen neue Ausbildung oder ganz neue Jobs bekommen. Außerdem bekommen die Betreiber der Braunkohlekraftwerke eine Entschädigung, also Geld. Denn schließlich können sie nach dem Ausstieg nichts mehr mit den Kraftwerken verdienen. Der Ausstieg aus der Braunkohle ist beschlossene Sache. Und trotzdem gibt es ganz schön viel Kritik an den Plänen der Bundesregierung. Ich treffe jetzt Jugendliche, die mit der geplanten Lösung gar nicht einverstanden sind. Das sind David und Christina. Sie engagieren sich für Fridays for Future und damit für den Klimaschutz und gegen Braunkohle. Gerade bereiten sie sich auf eine Demo später am Tag in Bielefeld vor. Christina, du wohnst ja auch in der Nähe von einem Tagebau. Wie stehst du so dazu? Ich finde das sehr schrecklich. Ich habe auch Familie, die umziehen musste für den Tagebau. Und das Ganze eigentlich nur, um der Braunkohle Platz zu machen. Für mich ist das unverständlich, weil wir mittlerweile schon andere Möglichkeiten haben, Energie zu erzeugen. Auch David ist überhaupt nicht zufrieden mit dem Ausstiegsplan der Bundesregierung. Ganz viele Menschen, die wirklich Ahnung davon haben, sagen, ey, das ist viel zu langsam, das geht alles viel zu langsam, wir müssen viel mehr tun. Und genau die Menschen, die Ahnung haben, die werden ignoriert. Tatsächlich kritisieren viele Expertinnen und Experten den Braunkohleausstiegsplan der Regierung. Einige sind der Meinung, der Plan ist zu teuer. Sie finden, die Betreiber bekommen zu viel Geld für ihre alten Kraftwerke. Andere sagen, bis 2038 mit dem Ausstieg zu warten, das ist zu spät. Die Bundesregierung möchte zwar ein paar Kraftwerke schon früher abschalten, aber Expertinnen und Umweltschützer sagen, das reiche nicht aus, um das Klima zu schützen. Außerdem müssten die erneuerbaren Energien viel schneller ausgebaut werden. Nur so könne man die Stromversorgung sicherstellen und Deutschland könnte vielleicht schon früher die Braunkohlekraftwerke schließen. Heute gehen Christina und David wieder für die Umwelt auf die Straße. Eins ihrer großen Ziele ist und bleibt ein rechtzeitiger Ausstieg aus der Braunkohle. Dafür kämpfen sie schon lange und unermüdlich, gemeinsam mit vielen anderen Schülerinnen und Schülern der Fridays for Future-Bewegung. Was wünschst du dir und ihr euch ganz konkret für die Zukunft? Ein Braunkohleausstieg bis allerspätestens 2030. Und wie hoffnungsvoll bist du, dass das klappt? Sehr hoffnungsvoll. Die Menschen ändern ihr Bewusstsein für die Umwelt und für das Klima und wissen darüber schon mehr Bescheid als vor einem Jahr noch. Und daran merkt man auch, dass unser Protest schon was gebracht hat. Was ist denn jetzt euer Plan so für die Zukunft? Also wir werden natürlich weiter demonstrieren und unsere Proteste auch in die Parlamente tragen. Und wir hoffen natürlich, dass wir so unsere Forderungen und vor allem auch die Forderungen um einen Braunkohleausstieg bis 2030 umsetzen können. Beim Braunkohleausstieg gibt es also ganz unterschiedliche Meinungen und viele Seiten zu bedenken. Ich hoffe jedenfalls, dass es am Ende eine Lösung geben wird, die für alle okay ist. Für Leute wie Sven und seine Kollegen, für Braunkohlegegner wie Christina und David, vor allem aber für unser Klima. Ich bin gespannt, wie es weitergeht mit dem Braunkohleausstieg in Deutschland. Christina, David und ganz viele andere sind auf jeden Fall entschlossen, für einen früheren Ausstieg zu kämpfen. Und vielleicht habt ihr auch eine Meinung dazu. Dann schreibt uns die gerne in einem Kommentar auf www.neuneinhalb.de. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.